Es gibt eine neue Generation von Minecraft-Spielern. Mehr dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Einen nerdigen Tag wünsche ich euch, liebe Nerds, und damit herzlich willkommen zurück auf Nerdings. Hier geht's um Games, Filme, Serien, Livestreams und eine verrückte Nerd-Quiz-Show. Also wenn ihr neu seid, denkt doch drüber nach, ob ihr nicht abonnieren wollt. Aber jetzt geht's los mit dem Video! Ich bin ja schon ein alter Hase in dem ganzen Spiel, weil ich spiele das schon seit der Alpha. Damals ging's dann darum für uns, entweder im Singleplayer alleine oder im Multiplayer mit Friends was zu bauen. Einfach Bauwerk zu errichten, eine eigene Welt zu kreieren, und das hat uns gereicht. Übel wurde es dann tatsächlich, als diese Stadtserver immer bekannter wurden, mit Plugins und mit Geld und mit einem großen Wirtschaftssystem mit vielen verschiedenen Facetten, die man gar nicht alle erkunden kann, und natürlich mit so Spielen wie Spleef. Schreib mal in die Kommentare, wenn du Spleef noch kennst. Das kennen nämlich, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Für uns wurde das Ganze dann noch technischer, als wir unseren eigenen Stadtserver aufgebaut haben, der auch gar nicht so schlecht besucht war, aber natürlich auch nicht einer der Top-Server. Auf jeden Fall haben wir da ganz krasse Erfahrungen gesammelt, was zum einen das Leiten einer Gruppe angeht, die Serverregeln, einen Bucket-Server aufzusetzen, den es ja heute auch gar nicht mehr gibt. Ja, und heute sind es Server wie Gomme HD oder auch Mineplex, die durch ihre Minispiele eine enorm hohe Spielerzahl anziehen. Das ist ja keinesfalls kritisch, nur habe ich da eben einen Bruch gemerkt, weil sowas gab es bei uns nicht. Ich kann mich zwar noch mit einem Draw My Thing und so anfreunden, aber irgendwann komme ich nicht mehr mit. Da gibt es dann so PvP-Spiele wie Bed Wars oder Sky Wars, die eigentlich außer der Grafik nicht mehr viel mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben. Und hier jetzt mal eine Frage, die ich mir selber wirklich stelle und sie selber nicht beantworten kann. Ist das dann schon eine Vorform von Shootern? Auf jeden Fall entsteht so ein ganz anderes Spiel, als ich es damals mit meinen Freunden kennengelernt habe, als ich mich erstmal noch auf WASD umstellen musste von den Pfeiltasten. Und ich persönlich kann mit diesen neuen Spielen nichts anfangen. Ich würde das jetzt deuten so, dass ich mit dieser neuen Generation einfach nicht mithalten kann, sondern sie zu fortschrittlich für mich ist. Auch wenn das komisch klingt, sehe ich jetzt so ein bisschen die Verbindung zu unserer Generation und denen unserer Eltern, die ja nicht mit Technik aufgewachsen sind und wir schon. Hi Mama, du bist live in der Aufnahme. Willkommen, liebe Nerdies, zu einem nerdigen Dienstag. Danke, du landest im Video. Wir sind mit Technik aufgewachsen, wir kennen das so. Und deshalb kommen wir damit sehr gut zurecht, aber es gibt natürlich auch Eltern, die nicht so gut damit zurechtkommen. Und so ähnlich ist das auch mit diesem neuen Minecraft. Ich bin damit nicht aufgewachsen, aber vielleicht bist du ja damit aufgewachsen. Deshalb stimm doch hier ab, zu welcher Generation du denn gehörst. In welcher Generation siehst du dich? Schreib das doch gerne unten in die Kommentare und teil das mit Freunden, die eventuell in einer anderen Generation sind oder sogar in deiner Generation. Ansonsten lass gerne ein Like und ein Abo da. Hier kommst du noch zu einem meiner Videos und hier kommst du zu meinem neuesten Upload. Wir sehen uns dann am Freitag wieder mit einem neuen Quizzle-Dizzle. Bis dahin, ciao!